Servus und hallo zum 1889 FM Aftermatch Talken nach dem Spiel gegen Köln. 1:1 ist es ausgegangen. Der Matze und ich sitzen hier oder stehen hier im Stadion und sind so ein bisschen ratlos, nicht begeistert. Wir wissen noch nicht so hin mit unseren Gefühlen, wie wir das jetzt bewerten sollen. Wir haben seit 11 Spielen jetzt nicht verloren, aber mal nicht gewonnen. Und unser sogenannter Rekord ist jetzt sozusagen nur gleich auf mit Karlsruhe. Und naja, wie bewertest du das Spiel heute, Matze? Ja, den Lucky Punch haben heute nicht wir gesetzt, was besonders ärgerlich ist. Aber wir gehen es jetzt halt einfach mal systematisch, würde ich sagen, durch. Also das Spiel ging los, gleich mit zwei brenzlichen Situationen, wo wir Glück hatten. Das in der 5. Minute, ich glaube, Becker war es, oder nee, die Nummer 4, der Kölner, Jeremis Loch, der eigentlich 5 Meter vor Gebhardt bloß noch den Ball aufs Tor bringen muss, aber übers Tor senzt. Dementsprechend hatten wir Glück, dass es noch nicht 1:0 stand aus Sicht der Regensburger oder aus Sicht der Kölner, besser gesagt. Und ja, dann haben wir uns so ein bisschen reingekämpft und ja, brauchten eigentlich für die erste Torschuss eine Standard. Ja, wie so oft in letzter Zeit, nach einer Ecke von Eisenhut kommt Bräunig nicht ganz dran, aber dann steht immerhin Garnaus da und macht ihn dann. Und das war dann aber auch im Laufe der ersten Halbzeit, finde ich, auch ein verdiente Führung, weil Köln, was mir auffallen ist, sehr viele Stockfehler, Fehlpässe hatte, gerade auch im eigenen Drittel. Da haben sie uns geradezu eingeladen und eigentlich finde ich es fast schade, dass wir das nicht stärker ausgenutzt haben in dieser ersten Halbzeit, da wo Köln wirklich so ab der 15. Minute bis zur Halbzeitpause relativ unsicher war, nach vorne gar nichts mehr zustande gekriegt hat. Also da hätten wir eigentlich noch uns stärker reinbeißen sollen. So im Großen und Ganzen sehe ich in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Fehl und Tadel beim Team. Seriös verteidigt mal wieder, bis auf diese eine Szene, die du angesprochen hast. Ja. Also da hat mir das Spiel wieder richtig gut gefallen und wir waren auch auf der richtigen Straße in dieser ersten Halbzeit. Ja, und dann war es in der ersten Halbzeit ein kurzweiliges Spiel, weil von beiden Mannschaften sehr intensiv geführt. Nichtsdestotrotz haben dann, wie du schon gesagt hast, so Leichtsinnigkeiten wie Ballmitnahme, Ballannahme und dann der finale Pass dementsprechend gefehlt, sodass es öfters mal gefährlich geworden wäre. Aber dann ging es in die Halbzeit und zurück in die zweite Halbzeit hatte man das Gefühl, dass der Jan besser dann ins Spiel gekommen ist und hatte dann auch die erste Torschuss in der 50. Spielminute, ein Schuss auf den Kasten, der abgefälscht war, den Ben Alexander Voll, die Nummer 1 bei den Kölnern, brutal gut zur Ecke gehalten hat und dann ist eine Szene passiert, die uns irgendwie so den Bruch ins Spiel gegeben hat. So ist es, nach der Ecke bleibt dann auf einmal der Gästespieler Simon Handle liegen, wir haben es nicht genau gesehen nach dem Stadion, der ist wohl, ich glaube, auf seinen Rücken geknallt und ist dann liegen geblieben erstmal. Es wurde ganz still im Stadion, es waren bange Minuten, bis der abtransportiert wurde, also er ist mutmaßlich verletzt. Wir richten auch an dieser Stelle nochmal die besten Genesungswünsche an ihn. Und das, aber diese, sage ich jetzt mal, 10 Minuten grob Behandlungspause, die hat irgendwie den kompletten Bruch bei uns verursacht. Danach haben wir wenig zustande gebracht und wiederum die Kölner haben neuen Mut geschöpft. Das hat man gleich in den ersten Szenen gesehen nach dieser langen Verletzungspause, nach der sie sich auch eingeschworen haben, für den Teamkameraden zu spielen. Die waren entschlossen, die hatten auf einmal mehr Biss nach vorne, mehr Drang nach vorne, was nicht heißt, dass sie uns dominiert haben, aber das heißt, dass sie doch ein ums andere Mal, ja, die Bälle nach vorne gekriegt haben, die haben dann auch die Ecken rausgeholt, ich glaube 12 oder 13 waren es zum Schluss raus, also die haben nach vorne gespielt und versucht uns einzuschnüren mit ihren Mitteln. Und es hat halt dann letztendlich leider auch geklappt. Wir haben nichts mehr gehabt entgegenzusetzen groß. Wir haben wenig Entlastung gehabt. Und das, was wir an Entlastung hatten, haben wir auch schlecht ausgespielt in der zweiten Halbzeit. Also sehr, sehr ganz viel unkontrollierte Pässe, die nicht mit der nötigen Konzentration gespielt wurden. Und dann muss ich auch sagen, wir waren in einer Phase, wo Köln immer mehr und mehr Druck machte. Gebhardt musste zweimal oder dreimal sogar glänzend reagieren. Da hat es sich schon angebahnt, dass es langsam brenzlig wird und scheppern könnte und dass uns das Glück verlässt. Und diesmal hat er auch zum ersten Mal in dieser Saison
Joe Enox mit dem Wechsel, finde ich, kein glückliches Händchen, weil wir eher klein gewachsene Spieler reingebracht haben gegen robuste Kölner und das in einer Phase, wo wir defensiv enorm gefordert waren in der Luft und dann kam der besagte Eckball, wo wir keinen Zugriff bekamen. Ja, da verteidigen wir halt wie so oft in dieser Saison aufopferungsvoll, blocken alles weg, aber dann ist der Pass, oder dann blockst du als Faber, glaube ich, war es, direkt vor die Füße von dem Kölner Spieler und der braucht dann halt nur noch aus 3 Metern einschieben. Also im Großen und Ganzen haben wir ein bisschen drum gebettelt, diesen Ausgleich zu kriegen. Sonst sind es wir immer gewesen in den letzten Wochen, die zum Schluss raus den längeren Atem hatten. Heute haben es die Kölner eindeutig bewiesen. Jetzt ist die Frage, liegt es ein bisschen dran, dass wir einfach auch platt sind, ein bisschen mental nach dieser langen Hinrunde, nach der Geschichte um Agi? Oder ist es halt jetzt einfach mal ein ganz normaler Punktverlust, den es halt einfach immer mal geben kann? Aber ja. Mich stört halt einfach, dass es unnötig war. Es war absolut unnötig. Ja, also ich bin auch zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir, krass, wir sind seit 11 Spielen ungeschlagen. Auf der anderen Seite waren wir so nah dran und kriegen diesmal selbst kurz vor Schluss den Gegentreffer. Also ich glaube, dass wir mental trotzdem auf Höhe waren, weil wir uns in alles reingeworfen haben und jede erfolgreiche Abwehraktion in letzter Sekunde frenetisch gefeiert wurde, auch selbst wenn man einen Einwurf rausgeholt hat. Also die Mannschaft hat gekämpft, aber dieser aufopferungsvolle Kampf und so, da muss man jetzt einfach mal sagen, in der Liga kann jeder jeden schlagen und die Kölner haben es jetzt heute einfach mal gut gemacht gegen uns. Das muss man jetzt halt auch mal dazu sagen und der Punkt ist aus Kölner Sicht mehr als verdient und ich glaube, wir können auch wenn es weh tut, so kurz vor Schluss den Ausgleich zu bekommen, können wir auch mal damit leben. Es ist ja auch ein Lernprozess für die Zukunft, dass wir auch diese Erfahrungen machen und dann in Zukunft ja damit anders umgehen werden in der Schlusssituation oder in Schlusssituationen. Noch ein Wort zum Schiedsrichter, der war ja jetzt beim Publikum zuletzt, beim Rausgehen wurde er mit Pfiffen verabschiedet. Wie siehst du seine Leistung heute? Hat er uns das Unentschieden gekostet? Nein, es waren unglückliche Entscheidungen, aber die Entscheidungen sind alle auf Höhe der Mittellinie geschehen, im größten Fall, bis auf eine Szene, wo Faber durch war und eigentlich gefoult wird, weggeschubst wird und wir den Freistoß nicht bekommen. Ja, okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Entscheidungen, die er getroffen hat, die waren nicht spielentscheidend. Daraus resultierte meistens keine Chance. Wir konnten uns sortieren, wir konnten es wegverteidigen. Also das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach, auch wenn wir heute definitiv keinen Heimschiedsrichter hatten. Perfekt zusammengefasst, so ähnlich sehe ich es natürlich auch. Also in den 50-50-Entscheidungen hatte er, sage ich jetzt mal, mehr so das für die Kölner das Pendel ausschlagen lassen. Aber das 1:1 haben wir uns schon selber richtig gut reingelegt, auf jeden Fall. So ist es und dann müssen wir selbst daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen und wieder auch zum Schluss konsequenter bleiben und ja, dann war es halt heute einfach mal so, dass wir kein Wechselglück hatten, sondern vielleicht nach 12-13 richtigen Entscheidungen heute mal die falsche getroffen wurde, in einer Situation, wo wir das Spiel halt nicht mehr unter Kontrolle hatten, dann, sag ich mal, quirlige kleine Spieler statt robuste zu bringen, aber du weißt das ja auch nicht, vielleicht waren die Spieler platt und du musstest auch einfach nur wechseln. Das wissen wir nicht genau, das ist richtig. Jetzt steht noch nächste Woche ein ganz schwieriges Auswärtsspiel an gegen Saarbrücken, die ja gerade im Pokal vollgas abräumen. Also da werden wir nochmal, glaube ich, auf einer anderen Ebene gefordert werden, als jetzt hier gegen Köln. Jetzt natürlich brutalen Respekt an Köln, aber Saarbrücken, glaube ich, wird nochmal eine schwere Aufgabe und es ist auch auswärts. Also ja, da, glaube ich, müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Auswärts sind wir aber ungeschlagen. Ich bleibe optimistisch, die Mannschaft macht trotzdem Spaß. Auch wenn es sich heute wie eine Niederlage anfühlt, wenn man, glaube ich, mal einen Tag drüber schläft, dann wird man feststellen, hey, wir sind weiterhin ungeschlagen und mal 2 Punkte verloren, abhaken und aus den Fehlern lernen, das braucht die junge Mannschaft. In diesem Sinne zünde ich jetzt das zweite Lichtlein an. Danke, Matze. Schönen Sonntag euch. Servus. Da musst du jetzt mal jemand mit dem Schädel ran. Aber es ist schon so, dass eine Mauer gestellt werden muss und auch so, dass du den eigentlich besser als Rechtsfuß zum Tor bringen kannst, gefährlich vors Tor bringen kannst, als bei einer Ecke.
Es wird aber diesmal wohl Schönfelder eine Idee haben wollen, aber Eisenhut hat sich den Ball schon angetippt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Eisenhut bringt sie auch, die ist gut. Und ist drin. Und es ist kein Abseits-Tor. Und es ist Ganaus. Reingestochert. Nachdem er es, glaube ich, Kota nicht machen wollte. 1-0 für den Jan. Und Bräunig war da auch beteiligt. Also der hatte, glaube ich, die erste Chance sogar. Hat dann was Bräunig. Glaub schon. Und dann steht Ganaus 2 Meter vorm Tor. Und braucht dann nur noch einschieben. Diese Art Abpraller, sag ich jetzt mal. Aber geile Flanke, du hast es wieder mal beschworen, Matze. Tobi Eisenhut mit dem schönen Freistoß, der kam richtig geil. Wir müssen da echt aufpassen, aber das nimmt halt auch wieder ein paar Momente vielleicht von der Uhr. Ja, Enox fragt den vierten Offiziellen schon so, hey, wie lang noch? Aber es ist noch genügend auf der Uhr, Joe. Du musst dich da leider enttäuschen. 5 Minuten sind es immer noch. Und wer weiß, ob es da jetzt nicht nochmal was drauf gibt. Aber jetzt der Freistoß, der ist gut und Gebhardt muss eingreifen und den Ball übers Tor lenken. Ja, zum Glück war er relativ zentral getreten. Und aber war richtig scharf. Also gefährlicher Freistoß durchaus. Und jetzt soll stabilisiert werden. Ziegele macht sich bereit. Ja, aber erst nochmal die nächste Ecke. Also das ist unglaublich. Wie viele Ecken da reinsegeln? Ja. Eine gefährlicher als die andere. Becker wieder. Wieder, Gebhardt. Meine Güte, lass sie halt nicht so rankommen. Becker und Gebhardt muss wieder klären. Also langsam ist es sehr gefährlich, was wir machen. Ja. Und jetzt die nächste Ecke, die 12. ungefähr heute. Ja, die Stadionanzeigetafel kommt gar nicht mehr hinterher, die Ecken einzublenden. Schauen wir, ob Hein diesmal, ja, wer bekommt Becker? Das wird die Frage sein. Das ist Bräunig. Gebhardt, Achtung, Becker, abgefälscht, nochmal abgefälscht. Und jetzt erstmal geklärt im ersten Step. Schuss aus der zweiten Reihe, nein, Chipball hinein. Und dann ist es passiert. Ja, dann ist es passiert. Jetzt haben wir unser Glück aufgebraucht. Dann rutscht der Ball durch und ich weiß nicht, wer es von Köln macht am Ende. Dann rutscht er durch die Beine von Gebhardt. Missverständnis mit Ballas. Nimm du ihn, ich habe ihn schon. Ja. Ja, dann ist es passiert.